Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und hier in meinem Klemmbausteinladen in Hannover. Ja, heute geht es um die Firma Kader. So eine kleine Auswahl hier hingestellt von den Sachen, die ich bis dato mal gebaut habe. Es hat sich doch mittlerweile doch so einiges angesammelt bei dieser Firma. Und ich muss sagen, ich habe teils gemischte Gefühle dabei, positiv wie negativ, beziehungsweise, naja, negativ nicht ganz, eher so in die Richtung noch ein wenig verbesserungswürdig. Ja, liebe Klemmbausteinfreunde, die Firma Kader, ziemlich große Auswahl an Technikmodellen und auch mittlerweile an Brick-Technik-Hybriden oder also aus Steinen und aus Technikteilen gebaute Modelle. Selbst kleine Brickheads sind mit dabei. Diverse Lizenzen sind mittlerweile am Start. Und da wollte ich mir mal so ein kleines Urteil auch mal zu bilden und auch mal meine persönliche Meinung dazu weitergeben. Weil ich finde, Kader macht vieles richtig und einiges ist noch verbesserungswürdig aus meiner Sicht. Grundsätzlich vom Prinzip her, die Modelle sind grundsolide gebaut, ob es nun von den kleinen Einsteiger, ob es nun von den Einsteigermodellen ist. Das sind die Technikfahrzeuge, die ja dieses schöne Chassis hier unten drunter haben, wo ein Akku mit eingesetzt ist, oder dann halt optional gibt es auch nochmal welche mit Batterien. Die Sache ist die Funkempfänger, das ist auf jeden Fall cool, weil 2,4 GHz und kleine Fernsteuerung, funktioniert wunderbar. Ist mit einer direkten Steuerung, das ist dann das Chassisprinzip, funktioniert auch sehr gut, ist aus meiner Sicht sehr zuverlässig. Es ist natürlich alles Kunststoff, das wissen wir ja nun, ob nun beim Fahrzeug selber. Gut, das ist der Vorteil, ne? Das Ding ist robust. Einzig natürlich hier die Lenkachse, wenn der mal irgendwo zu doll gegen ditcht oder sowas, dann ist klar, dass hier nachher gegebenenfalls ein bisschen zu viel Spiel ist und dann fährt er das ein oder andere Mal dann doch in die falsche Richtung. Hier gibt es dann noch die Justiermöglichkeit, um das so ein bisschen nachzujustieren. Ja, okay, man kriegt ihn dann vielleicht mal ein bisschen schärfer in die Kurve rein, aber nur in die eine, nicht in die andere. Ist noch so. Ja, ich glaube, ihr kennt das so noch von den einfachen, ferngesteuerten Modellen. Da ist das ähnlich aufgebaut und ähnlich konstruiert. Da sind wir auch nicht immer alle glücklich mit geworden, dass der dann auf einmal in die falsche Richtung gefahren ist. Nichtsdestotrotz, 8 Fahrzeuge müssten es, glaube ich, sein, die man gleichzeitig, nicht gleichzeitig ansteuern kann, aber die gleichzeitig fahren können. Es müssten, glaube ich, 8 Kanäle sein oder sowas, die freigeschaltet sind dafür. Funktioniert jedenfalls sehr gut. Das habe ich festgestellt. Die paaren sich dann, heißt ja Pairing-Verfahren dann, ne, das schaltest du ein, das schaltest du ein und dann sagt er sich so, ah, ich habe dich gefunden, dann kann der nächste starten und das einschalten und das klappt auch gut. Von der Teilequalität im Technikbereich muss ich sagen, sie haben sich nicht verschlimmbessert oder sonstiges in dieser Form. Einige Pins sind anscheinend nachgearbeitet worden, dass sie etwas leichtgängiger sind. Da muss ich dann tatsächlich sagen, teilweise zu leichtgängig, und auch die Pin-auf-Achse-Elemente sind an mancher Stelle, zumindest bei den neueren Modellen, schon ein wenig, wie soll ich es nett ausdrücken, leichtgängig, sagen wir es mal so. Ja, das ist halt mal so ein Einstiegsmodell, die gibt es in unterschiedlichen Varianten ab 35 Euro aufwärts. Ich finde das eigentlich vollkommen in Ordnung und vollkommen fair als Preis, auch für das, was man geboten bekommt. Ja, natürlich sind das Aufkleber. Darf man natürlich gerne weglassen. Hier so ein klassisches Police Interceptor Fahrzeug. Was gibt es denn da noch? Es gibt noch so einen orangenen Rennwagen. Es gibt noch einen Geländewagen. Genau, das ist jetzt die typische Straßenvariante. Das Chassis gibt es nochmal in größer. Und dann ist das für Geländefahrzeuge. Das ist die erste Generation dieser Modelle. Also zumindest die Generation, die ich als erstes noch dort hatte. Und dort kommt jetzt demnächst eine zweite Generation, die dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nein, ich habe es nicht nur richtig in Erinnerung, sondern ich weiß es auch noch, da gibt es dann 3 Modellkategorien. Eins davon seht ihr hier vorne schon. Dann gibt es noch 2 weitere, und zwar einmal mit so einem Chassis wie hier.
Und einmal noch als geländegängiges Modell, also mit größeren Reifen und auch einer größeren, robusteren, mit einem größeren, robusteren Chassis. Auch dann auf Technik basiert und aus meiner Sicht auch wieder ziemlich coole Modelle mit dabei. Ich gehe mal davon aus, das wird Stück für Stück aufgerüstet. Da geht es dann auch hinüber, dass es nicht nur per Fernsteuerung steuerbar ist, sondern dann auch per Smartphone. Also es ist ein duales System. Dual Mode Control heißt es, glaube ich. Genau, Dual Mode Control heißt es. Und da geht es dann auch richtig, das funktioniert auch sehr gut. Also meine Frau hat das ausprobiert. Ich habe es hier im Laden auch nochmal ausgetestet. Ich zeige euch die App auch dann nochmal von diesem Modell, beziehungsweise für diese Sachen, dieses Kada Smart Prinzip. Ich finde es einfach gehalten und verständlich. Das ist das Wichtigste mit dabei, wenn sowas gemacht wird. Vor allem, wenn man es dann halt Kindern in die Hand gibt. Es ist einfach und verständlich Hand zu haben. Hier bei dem Modell ist es ja dann so, dass das sowohl halt mit dieser Fernsteuerung, das ist die neuere, das ist die neue Version, direkt gesteuert werden kann oder dann halt im Analogbetrieb über die Bluetooth-Steuerung über das Smartphone. Die Möglichkeiten gibt es. Ja, was gibt es noch? Es gibt schicke Baumaschinen von Firma Kada. Sind auch tolle Sachen mit dabei. Sind Einstiegsmodelle. Das heißt, hier ist der reine Fahrbetrieb. Man kann die Modelle dann nach links und rechts hier per Hand bewegen. Den Arm kann man auch hier noch so bewegen. Das ist dann halt entsprechend so gestaltet. Und hier hinten ist ein Drehelement, damit man den Aktuator hier rauf und runter bewegen kann. Wenn man hier noch eine Rutschkupplung reinsetzt und einen Motor verbaut, dann wäre es mit Sicherheit auch möglich, dieses Modell komplett fernzusteuern. Das heißt, so zwei Motoren, zwei M-Motoren würden vollkommen genügen. Dann könnte man das hier einmal, den Turm einmal drehen und einmal auch den Arm rauf und runter bewegen. Ob man jetzt noch einen weiteren Motor verbauen kann oder dass man das dann halt mit einem Receiver macht, sei jetzt mal dahingestellt, es ist ein einfaches Modell. Wir sind da in der Preiskategorie so um die 70 Euro. Finde ich auch vollkommen in Ordnung als Einstiegsmodell. Grundmotorisiert, Kettenantrieb funktioniert sowieso einwandfrei. Der ist flott unterwegs, der macht richtig Gaudi, finde ich. Meine persönliche Meinung dazu. Hier ist auch, ne, für ein Grundmodell ist hier wirklich sehr viel Gutes dabei. Verbesserungswürdig finde ich da tatsächlich kaum etwas. Da ist die Fernsteuerung dann das System. Da kann man dann halt vier Kanäle ansteuern, halt zwei hier oben und zwei hierfür. Und dann muss man das nur noch richtig einstellen. An diesen Elementen ist das ja auch nochmal möglich, dass man die Richtung der Motoren reguliert und dann funktioniert der auch einwandfrei. Das heißt, wenn man beide Hebel nach vorne macht, dann gibt der auch richtig Gas oder ja, entgegengesetzt steuern, halt wie so ein Kettenantrieb. Da gibt es noch den Radler dazu, ebenfalls mit den Grundfunktionen. Finde ich auch sehr gut, finde ich auch sehr schick und gelungen. Macht ebenfalls Spaß und die anderen Modelle, die es dort auch im Technikbereich gibt, sind ja Grundmodelle. Es gibt dann noch so ein anderes System, das ist dieses Port Engineering. Das ist so ein Fahrzeug, das hat einen Verfolgermodus. Verfolgermodus, was heißt das? Da ist ein Sensor verbaut, da ist eine Sensorbox mit drin. Gibt es einmal mit Batterien, glaube ich, und einmal mit Akku. Ich glaube ja, so müsste es gewesen sein. Und hier bei dem hier, ihr kennt ja das Glücksschwein, ne? Das oder Sparschwein, die Piggy Bank, die hat dann hier oben diesen Sensor, dass die auf Bewegung reagiert. Da gibt es ja noch das Krokodil, es gibt oder den Saurier und das Krokodil, es gibt den Weihnachtsmann, es gibt die Glückskatze, die aus meiner Sicht noch ein bisschen sehr laut ist, weil da ist es so, dass viele Elemente tatsächlich ja dort miteinander arbeiten und dann hört sich das natürlich. Machen wir es nochmal? Ne, da ist es der Akku gerade leer. Gut, okay. Gut vorbereitet, ne? Ich weiß. Zumindest werden wir jetzt nicht von Lärm erschlagen. Das sind so diese Grundtechniken, die Grundsets, die es dort gibt. Es gibt dann noch einen großen Panzer. Es gibt mittlerweile schon mehrere Panzer, aber einen großen Panzer, der komplett motorisiert ist, der M1A2 Abrams Panzer. Der ist so ein 2-in-1-Modell, den kann man, glaube ich, einmal in so eine Flak bauen. Eine Flak müsste es, glaube ich, sein, genau. Und einmal in den Schützenpanzer. Das Modell gibt es. Und dann gibt es auch den T90-Tank. Bei dem
Abrams-Panzer, also bei der C61001, da ist es so, dass die Motoren gleich mit dabei sind. Beim neuen, bei den neueren Modellen sind meistens die Motoren nicht mit dabei. Der C61003 ist das, der T90-Panzer, da muss man die Motoren extra für kaufen. Entweder greift man dann tatsächlich auf ein Motorenset zu, das ist das neue Modell. Die Pro-Motoren-Serie sind natürlich um einiges leistungsstärker. Die Akkubox hat mehr Leistung dabei. Das finde ich äußerst angenehm. Die wird auch benötigt für diverse andere Modelle, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Ja, die Motoren gibt es natürlich auch einzeln zu kaufen. Also die gibt es bei mir im Laden einzeln, gibt es auch die in diversen anderen Online-Shops und anderen, teilweise auch in Geschäften. Ihr könnt die Power-Functions-Motoren von denen nehmen. Ihr könnt auch meinetwegen von anderen Herstellern, ich glaube die Firma Moltking bietet auch Motoren an, die Flörsheimer bieten auch ihre Motoren an. Da müsst ihr mal so ein bisschen gucken. Hier ist es so, die haben Überhitzungsschutz auch mit drin, das ist alles abgesichert. Wenn es mal Probleme gibt, findet sich immer eine Lösung dafür, weil ja, Service, Reparatur und dergleichen, geht es dann halt tatsächlich an den Importeur. Die können auch diese Sachen tatsächlich vor Ort reparieren. Das heißt, wenn hier irgendwo ein Kabeldefekt ist, also nur ein Kabeldefekt ist, können die das Kabel ohne weiteres austauschen. Oder man ist selbst firm genug, technisch versiert, dass man solche Kabelstränge selber austauschen kann, dann kann man das natürlich ebenfalls tun. Darauf gebe ich selbstverständlich kein Gewehr und die Firma Freakware oder Firma Kader gibt ebenfalls kein Gewehr. Das passiert dann tatsächlich alles auf eigenes Risiko. Macht euch den Motor damit kaputt, ist das euer Problem. Nicht mehr dann mein oder das Problem der Firma Kader bzw. Freakware, die ganzen Sachen importieren, weil sie Generalimporteur für die Firma Kader sind. Ja, was gibt's noch? Ja, es gibt eine Lizenz und zwar unter anderem gibt es derzeit vor allem die Initial D-Lizenz. Da gibt es diverseste Modelle. Gibt es einmal in 1, ich glaube, das müsste 1 zu 24 sein, diese Modelle. Das sind die kleinen Fahrzeuge im Initial D-Bereich. Moment, jetzt gucke ich mal kurz. So, ja, das müssten die kleinen 1 zu, genau, das sind die 1 zu 24 Modelle. Die sind nicht motorisiert. Das sind einfache Bau- und Bastelmodelle. Die haben 8 Noppen Breite plus den halben Kotflügel daraus, gibt es 3 Modelle, 2 von Mazda, 1 von Toyota, den Trueno oder den 8er 6er oder 86, AE86, wie ihr ihn auch gerne nennen möchtet, aus der Initial D-Serie, das ist ein Anime bzw. ein Manga, geht es ums Driften und Rennen fahren nachher auch und ja, das sind hier das sind unter anderem 2 Widersacher, ne? Das sind so Protagonisten, Antagonisten, wie auch immer in dieser Form. Die beiden Figuren gibt es dann tatsächlich, oder es gibt insgesamt 5 Figuren als, 5 Figuren als Brickheads. Finde ich sehr niedlich. Die haben auch innen drin einmal Hirn und einmal Innereien. Das haben die dann auch mit farblichen Steinen einmal ausgeklügelt. Finde ich ganz niedlich. Ja, typische Brickheads oder Blockheads oder wie auch immer ihr sie nennen wollt. Beim denen heißen sie Brickheads. Der Name ist ja auch bis zu einem gewissen Grad. Kann man ihn schützen, dann halt wieder nicht. Und Steineköppe in groß und ich finde sie ganz witzig. Also hat auch Spaß gemacht, sie mal zwischendurch zu bauen. Das ist so. Funktioniert in diversen Streams, da kann man die Dinger aufbauen. Und für den Preis von, Moment, jetzt muss ich schauen. Sind wir bei 10 Euro. Also ich finde es okay. Es ist eine Lizenz mit dabei. Klar könnte man auch ohne Lizenz machen. Nee. Bei den Modellen, da sind wir bei 15 Euro. Finde ich preislich auch sehr fair. Da sind wir mit, wie gesagt, einmal die beiden Mazdas. Einmal in Gelb, einmal in Weiß. Und den Trueno. Dann gibt es die Modelle auch nochmal in Groß, die man nachträglich noch motorisieren kann. Ebenfalls aus der Initial D-Serie. Die liegen so bei 80 Euro roundabout. Das 86er Supercar, die C61019, ist noch ohne Lizenz. Das ist dann ein Turbine AE86 oder 86 Supercar. Das Modell kommt in einer Neuauflage. Das heißt, der AE86 kommt tatsächlich auch nochmal mit Lizenz für die Serie. Das haben die dann
tatsächlich ist anscheinend entdeckt worden, dass das eine ganz gute Geschichte ist und dass es mit Autos und Driften und die Fahrzeuge und die Modelle ganz gut ankommt. Wie gesagt, der AE86 kommt nochmal in einer neuen Ausfertigung. Ich glaube, das ist dann der C61029. Nagelt mich nicht drauf fest. Müsste ich selber nochmal nachschauen. Ja, ganz coole Sache mit dabei. So, und dann gibt es natürlich neben diesen und diversen anderen Modellen, da kommt ja, ist ja jetzt auch rausgekommen, dieser große Monster Truck, dieser 4x4 in Blau mit abnehmbarem Oberteil, also mit abnehmbarer Karosserie. Da sind Elemente mit dabei aus Metall, das heißt, da sind diese Metallachsgelenke, ich weiß jetzt nicht, wie sie richtig bezeichnet werden. Schreibt es mir unten in die Kommentare, beziehungsweise vielleicht pinne ich das auch nochmal an, wenn ich das hinkriege. Aber warte mal, ich habe, biete ich sogar als Zubehör an. Technik, Metall, wie wir, Universalgelenk, also diese Gelenke, mit denen man halt auch über Winkel laufen lassen kann und so weiter. Das ist, ich sage immer so, schön wie so eine Kardanwelle, ne? Weil das ja auch so dieses Teil, was dann in der Mitte ist, die beiden Wellen dann übereinander setzt. Dieses Element, dieses Technikelement, das gibt es aus Metall bei dem Modell. Dann gibt es zusätzlich Carbonachsen, also Kreuzachsen aus Carbon, auch ziemlich genial. Plus Motoren, die da auch mit dabei sind bei dem Modell, sind wir glaube ich um die 90 Euro. Finde ich fair. 700 Teile hat das Set. Soll so groß sein. Ich glaube, der ein oder andere YouTuber hat das auch schon aufgebaut. Reizt mich auch. Ja, mal gucken. Ja, und dann gibt es, wie gesagt, aus dieser Kategorie, bevor ich hier zu den ganz exklusiven Sachen komme, gibt es von dieser Kategorie drei Größen. Das ist die kleinste Version der Modelle. Das ist jetzt hier zum Beispiel das Evo-Car von der Serie. Und da ist dann auch nochmal diese Smart-Technologie hier hinten einmal aufgezeichnet. Ich komme damit aber gleich nochmal ins Detail und zeige euch das dann von meiner Kamera auf meinem Smartphone. Zeige ich euch mal kurz, wie diese ganzen Sachen aufgebaut sind. Nicht, wie man das Set dann fährt, weil die Erfahrung nehme ich euch nicht. Das könnt ihr dann selber machen. Vom Grundprinzip, es sind ein paar Aufkleber mit dabei. Es ist trotzdem ein solides Set. Dadurch, dass es ein Technik-Stein-Hybrid ist. Vorteil ist, die Basis, die hier verbaut ist, hat Noppen. Das heißt, da kann man ganz gut das alles aufeinander aufbauen. Kommt es aber dazu, dass man von Technik auf Steine wechselt. Es hapert so ein bisschen an der Stabilität, weil manche Noppen halten da nicht so ganz. Dann habe ich festgestellt, dass bei den ein oder anderen Bricks bei der Firma Kader tatsächlich noch so eine gewisse Klemmkraft fehlt. Mal funktioniert das, mal nicht. Ich weiß nicht, ob es an den Farben liegt, ob es an den den Molds, also den Spritzgussanlagen liegt, aber wenn ich dann halt mal so einen Außenspiegel habe, jetzt heute hält dann das auch nicht, so, ne, der hüpft halt ab, diese 1x1 Elemente, die sind sehr wackelig verbaut, also die haben, wenn wir jetzt über die Sluban-Skala gehen, haben sie vielleicht so 4 Sluban oder sowas. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Da könnte noch ein bisschen nachgebessert werden. Also da bei den Bricks, einige sind wirklich von der Qualität her gut. Hier hätte ich mir etwas kräftigeres Rot gewünscht. Nicht dieses Orange Red oder sowas, wie man das jetzt nachher bezeichnet. Nagelt mich nicht auf Farben fest. Ich bin da in Bezug auf Klemmbausteine und Farben bin ich da nicht wirklich firm. Also ob so ein Karminrot ist, Karmesinrot oder ein Light Red, ein Middle Red oder was auch immer in dieses Rot. Ja, hier wäre es bei Kubricks wäre es so das 620er Rot. Das würde so in die Richtung gehen. Ich würde es mir sogar tatsächlich noch eine Stufe dunkler wünschen. Das ist aber jetzt wieder Geschmackssache. Ne? Diverse Farbunterschiede gibt es da tatsächlich auch. Also in dem Fall Prinzip Farbabweichungen. Das ist tatsächlich auch von Brick zu Brick kann das passieren. Ja, kann natürlich auch sein, dass man, ne, naja, Schatten, nein, nicht wirklich. Also hier ist es wirklich so, dass einige Steine farblich unterschiedlich sind. Wie gesagt, bei den Modellen gibt es drei Kategorien. Das ist die kleinste Kategorie.
Es gibt dann nochmal zwei weitere Chassis-Versionen, einmal für diese Modelle und dann nochmal für die Truck-Modelle, heißt dann mit großen Reifen. Es kommt ein Citroën 2 CV raus, der ist auch noch unterwegs bei der Firma Kada bzw. über Freakware als Importeur. Mal schauen, wird auch im Laufe dieses Sommers dann mit Sicherheit erscheinen. Sieht ganz niedlich aus, ist natürlich wieder Geschmackssache. Wer mag den 2 CV? Ist gerade Kult irgendwie. Ich weiß nicht, ob der durch Jubiläum oder sowas, ist das gut möglich, dass der ein Jubiläum feiert und deswegen gerade sehr kultig ist der 2 CV. Ich weiß es nicht, da bin ich tatsächlich raus. Ja, wie gesagt, das sind dann nochmal ist die nächste Generation Technik mit der App. Wie gesagt, zeige ich euch gleich nochmal. Ich will jetzt aber nur nochmal kurz zu der letzten Etappe kommen und zwar die Master-Serie. Die Master-Serie hat seine Vorzüge und auch so seine Kritikpunkte. Wenn ich mich daran erinnere, so an mein erstes Master-Set, das blaue Monster, alle wagen sich ran, einige sind da dran kläglich verzweifelt. Es gab diverse Anpassungen an der Anleitung. Es gab, also ich habe noch das erste Modell gebaut, ohne diese Anleitung null. Ich habe dann zwar schon das ein oder andere Video gesehen, um zu gucken, wie man halt etwas umgestalten kann. Ist natürlich auch nicht so jedermanns Sache. Mir ist das Getriebe dreimal auseinandergefallen. Ich habe den Wagen diverseste Male, diesen blauen Kada Master Lamborghini Gendenario. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Man lernt ja nie aus. Dann gibt es noch den Ferrari 488, oder den Italian Sports Car oder Italian Supercar. Es gibt das Classic Sports Car, hier in diesem Fall tatsächlich aus Bricks gebaut, also ein Brick-Technik-Hybrid. Heißt, unten drunter sind Techniksteine verbaut. Das ist ja ebenso bei der Initial D-Serie so, dass es solche Hybridmodelle sind, wo man die dann auch mit Motoren versetzen kann. Ich empfehle tatsächlich die Pro-Motoren bei den Steine-Modellen, weil die sind ganz schön schwer. Damit fahren sie ein bisschen schneller. Aber irgendwo gegenfahren mit Steinen, nee. Doch ein bisschen vorsichtiger sein. Dann gibt es ja noch den großen G5, was ja eigentlich, glaube ich, ein BMW X5 sein soll. Der ist wegen der Farbe so ein bisschen in der Kritik und auch wegen der Formen teilweise sieht er für einige dann doch etwas zerstört aus. Ich muss sagen, mir gefällt das Grundprinzip und ich finde es genial, dass man halt ein Fahrwerk hat, was man auch noch motorisiert rauf und runter fahren kann. Also das ist schon mal ziemlich cool. So, und dann halt auch Fahrbetrieb. Wie gesagt, ich empfehle jetzt mittlerweile nur noch die Pro-Motoren, wird es auch nur noch geben. Die erste Generation Motoren ist ausgelaufen, es gibt nur noch die Pro-Motoren und da schauen wir dann mal weiter. So, ja, wie geht der ganze Spaß weiter? Die Master-Serie ist auf jeden Fall eine coole Sache, weil uns hier dann auch entsprechend Mock-Designer die Modelle zur Verfügung stellen. Wenn wir mal sagen wollen, die wurden uns zur Verfügung gestellt. Kada hat sich halt mit Mock-Designern zusammengesetzt und gesagt, so, uns gefallen die Modelle, wir möchten die gerne für euch produzieren. Die haben gesagt, jo, macht das. Ne? Entsprechend gehen die halt einen Deal ein und bauen sich dadurch natürlich auch das Ganze aus. Bauen sich das Ganze aus, oh mein Gott. Sie erweitern somit ihr Sortiment mit den Modellen der Master-Serie. Das nächste ist der Teleskoplader, der an Land kommt. Das wird auch nochmal ein ganz interessantes Modell, muss ich dazu sagen. Den möchte ich auch noch bauen. Und ja, da können wir mal schauen, was uns dann in der Zukunft noch erwartet. Es kommen noch diverse Panzermodelle. Ich glaube, es gibt noch ein Panzermodell, der in der Master-Serie ist. Es soll ein Tigerpanzer sein. Ja, mit den Farben ist man sich nicht immer so einig und vor allem auch so bezüglich einen weißen Humvee. Warum muss man einen weißen Humvee machen? Kann man nicht einen schwarzen nehmen oder einen dunkelgrauen oder sowas? Muss man gerade weiß nehmen? Okay, ist natürlich immer Geschmackssache. Ja, Master-Serie, Steine-Modelle. Ich bin da noch nicht so ganz, gehe ich noch nicht ganz so rund mit. Wie gesagt, mal sind die Steine vollkommen in Ordnung, da sitzen die auch wirklich gut zusammen. Die lassen sich auch wirklich gut zusammenstecken, die ganzen Elemente. Das ist davon mal ganz ab.
Manche sitzen halt, wie gesagt, etwas lockerer. Das ist hier auch so der Fall. Kommt aber auch immer darauf an, mit wie vielen Noppen die aufeinander gebaut sind. Würde jetzt hier noch irgendwo ein Konter sein, sodass das hier ein bisschen besser aneinander steckt, wäre das vielleicht auch ein bisschen besser. Funktioniert hier aber nicht, weil genau zwei Elemente überbrückt werden müssen und dadurch ist das hier nicht zum Scheitern verurteilt, aber dann doch sehr filigran bis brüchig gebaut. Funktionen sind überall immer mit dabei und das finde ich auch genial. Man hat halt, ne, den Kofferraum vorne, man hat den angedeuteten Motor hinten. Sowas ist wirklich schick im Design. Das gefällt mir auch sehr gut. Mini-Ducktail hier hinten dran im Classic Sport Car. Ja, wir wissen alle, dass es das ein kleiner Porsche 911 ist. Auch hier der Motor entsprechend angedeutet, finde ich persönlich äußerst angenehm und schick. Ja, so viel zu diesem Modell. Jetzt komme ich nochmal auf die App zu sprechen, beziehungsweise zeige euch nochmal die App im Detail. Und ja, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen, tut ja auch dem Algorithmus was Gutes. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder ne, kommentiert das Video gerne. Ich versuche auf die Kommentare einzugehen und euch da auch noch mit eurer Meinung, vielleicht gehen wir der einen oder anderen Meinung ja konform. Vielleicht sind wir auch konträr und gehen und halt da auseinander. Das ist nun mal so. Ne? Persönliche Meinungen sind halt immer so was Eigenes. Jeder hat seine Meinung zu den Sachen. Der eine würde sagen, so, na, warum fehlt denn hier die Lizenz und dies und das? Oder halt auch beim Italien-Versionen, also der Lamborghini Centenario, der 774 ist das. Jetzt muss ich mich auf was festnageln. Nein, muss ich nicht. Ach so, habe ich vergessen, darauf einzugehen. Habe ich nämlich jetzt hier nicht stehen. Die Pullbacks, auch tolle Sachen. Für einen Zehner. Ich finde das so cool. Das eine Modell kostet 10 Euro. Kauft ein zweites dazu, 20 Euro. Könnt ihr zwei Stück, also ne, das passende Gegenstück dazu, könnt ihr damit dann natürlich eine schöne Tour fahren. Finde ich ziemlich genial. Macht Spaß. Ist auf jeden Fall toll. Für ein schmales Geld. Wie gesagt, 10 Euro. Die Baumaschinen kosten 15 Euro das Stück. Kann man echt nichts zu sagen. So. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch meine Videos gefallen, abonniert mich. Denkt dran, Glocke drücken. Mittwochs gibt es immer Livestream. Mittwochs abends. Und ja, da lasse ich mir vielleicht auch nochmal was ein oder andere einfallen, was wir da nochmal anders machen. Aber ansonsten baue ich da immer gerne mit meiner Frau zusammen. Die einzige Möglichkeit, dass meine Frau auch mal was baut. Kommen auch immer mal wieder ein paar Schmankerl mit dazu. Vielleicht mal was selbstgekauftes wieder. Oder natürlich Sachen aus meinem Laden. Ob es so ein Kobi ist, Kader. Habt ihr ja nun schon diverseste Male gesehen. Meinen längsten Stream, 35 Stunden, erlebt ihr mit Firma Kader. Und zwar mit dem blauen Centenario. So, Name von dem blauen, genau. Was wollte ich euch nochmal genau sagen? Ne? 774, so heißt er in dem Fall. Nee, 774 Supercar, Maßstab 1 zu 8. Der ist im Maßstab 1 zu 12,5. Also deutlich kleiner. Trotzdem genauso schnuckelig. Der Teleskoplader, der ist dann richtig das Hammerteil nachher. Sind wir bei gut 200 Euro oder sogar noch einen Ticken drüber. Nee, ich glaube gut 200 Euro. Und sind aber auch diverse Motoren mit dabei. Also. Den darf man sich, glaube ich, auch nicht so entgehen lassen. Finde ich ziemlich cool. Ja, gibt es günstiger im Netz und hast du nicht gesehen? Ich weiß, es gibt immer alles günstiger im Netz. Kauft da bei mir, unterstützt da meinen Laden, finde ich cool, freue ich mich immer drüber. Ihr zeigt mir, dass ihr meinen Service mögt, dass ihr mich mögt, dass ihr Spaß daran habt, mit mir hier Sachen zu erleben und Sachen auch aufgebaut zu bekommen oder vorgestellt zu bekommen. Das finde ich immer besonders schön. So, jetzt zeige ich euch noch die App. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Tag und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Tim. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao. Ja, ich hoffe, dass ihr das jetzt alles gut erkennen könnt. Also, das ist jetzt die App. Das ist die Oberfläche, mit der gestartet wird. Hier seht ihr dann auch Mini-Car, Supercar und Offroad-Car. Offroad-Car ist dann halt das große Chassis. Ich weiß nicht, inwieweit das zu den anderen Modellen, also zu den alten Modellen der Firma Kader passt, ebenso wie bei dem Supercar-Modell, ob man das dann halt entsprechend umrüsten kann. Wenn man das kann, wäre es cool. So, beim S-Modell gibt es halt, wie gesagt, aktuell vier Modelle. Zurück. Was ich sagen wollte bei den Modellen. Der, das ist ein Lotus und der geht auch als Lotus raus, weil mit Lotus-Lizenz aufgebaut. Finde ich schon mal cool.
Ja, ich weiß, das ist ein Bugatti, der heißt einfach nur Race Car. Das ist das Evo Race Car, müsste, glaube ich, auch wieder ein Lamborghini sein. Hier, ich würde mal fast behaupten, das ist der Blaze Car, müsste ein McLaren sein oder sowas, ne? Nagelt mich nicht drauf fest, ihr wisst es besser, ich weiß. So, dann geht man da drauf, dann muss man das hier pairen. Das muss ich jetzt natürlich mal machen. Kleinen Moment. So, weil sobald er gepairt hat, also sobald er sich gefunden hat, habt ihr die vier Möglichkeiten hier. Ihr habt einmal Remote Control, Programm, Gyroskop Control, Entschuldigung, jetzt wackelt's, und Path Control. Path Control findet meine Frau ganz besonders witzig, weil ihr malt eine Strecke auf, drückt auf Start und das Fahrzeug fährt. Ich drück's jetzt nicht, sonst fliegt der runter. Ich habe keine Lust, die Teile wieder aufzusammeln. Ja? Wenn ihr sehen wollt, wie das Ding fährt, schaut euch meinen Livestream an, wo meine Frau den Wagen gebaut hat. Link gibt es am Ende des Videos, beziehungsweise oben in der Videobeschreibung, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung. Haha, oben in der Videobeschreibung ist auch nicht schlecht. Dann gibt es die Gyroscope Control. Das heißt, ihr könnt euer Smartphone dann in Richtung, ne, ihr legt es hin, startet das und dann je nachdem, wie ihr das neigt und wendet und dreht und so weiter und so fort, fährt das Fahrzeug. Gewöhnungsbedürftig, auf jeden Fall. Ups. Pff. Ja. Dann gibt es das klassische Remote Control. Hier habt ihr den Vorteil, ihr könnt den Wagen mit entsprechend Geschwindigkeitseinstellung hier justieren. Also ihr habt drei Funktionen: langsam, mittel, schnell. So, und dann ist auch das Angenehme, ihr habt, ne, ganz klassisch hier lenken, das ist logisch. Habt ihr dann auch mal eine Gradeinrichtung? Das funktioniert nicht. Die haben eine, der hat, das bleibt trotzdem irgendwo weitestgehend direkt. Also ich habe es auch noch nicht geschafft, dass der nur so ein bisschen lenkt, sondern der lenkt voll. Aber beim Fahren, ihr kriegt den auch wirklich langsam gefahren. Also das funktioniert tatsächlich. Mal gucken, ob ihr das seht. Mal gucken, ob bewegt sich der hier. Also ihr seht, er fährt auch langsam vor. Das funktioniert. Ihr habt dann nochmal die Möglichkeit, eine S-Kurve zu fahren, einen Kreis zu fahren oder ein U zu fahren. Klappt hier ebenso. Finde ich schon mal ziemlich genial. Was es noch gibt, die Programmierung. Also, ihr klickt drauf. Na, Moment, so. Und dann könnt ihr, also normalerweise startet ihr mit einem Plus, das ist dann das Neue, da könnt ihr das dann programmieren. Hier gibt es die Kontrollen mit Warten, mit Wiederholen, mit nochmal, ich glaube, das ist von vorne, das ist Wiederholen. Müsst ihr dann mal ausprobieren. Ich glaube, ist hier sogar, ah, seht ihr, hier ist das sogar beschrieben. Finde ich toll. Start, Infinite, Defined, Nestle Modules will undergo, a set number of loop, okay, kann man halt mehrfach diesen Loop machen oder man macht halt dieses Infinite Loop, das heißt, er fährt dann dauerhaft diese Strecke. Stoppen, Pausen, das gibt es auch. Dann gibt es noch die diversen anderen Funktionen. Es gibt auch Modelle mit Licht, Ton, das heißt Motorensound, Vorwärts, Rückwärtssound, Feverse, okay, das müsste wahrscheinlich Reverse sein. Hornsound, Engine Sound, die Möglichkeiten gibt es dort auch. Und dann natürlich vorwärts, rückwärts für eine bestimmte, für assigned seconds, also für ein paar Sekunden, dann oder für mitbezeichnete Sekunden. Dann gibt es vorwärts rechts, vorwärts links, rückwärts rechts, rückwärts links. Die Möglichkeiten habt ihr, die könnt ihr dann hier unten entsprechend einstellen. Das kleine Modell hat tatsächlich kein Soundmodul mit eingebaut, sondern tatsächlich nur die Fahrfunktion. Ich gehe mal davon aus, dass die größeren Modelle dann auch tatsächlich die Soundmodule haben. Müssen wir dann mal ausprobieren. So, dann wählt man es aus, wenn man es nicht mehr haben möchte und sagt, man möchte den Spaß gelöscht haben. Also das heißt, man kann hier unterschiedliche Sachen einprogrammieren und das Modell auch fahren lassen. Finde ich definitiv cool. Das Ganze gibt es auch nochmal mit den M-Modellen. Das sind dann die größeren. Da haben wir dann einmal, ne, achso, da sagt er auch connected, auch nicht schlecht. Okay. Er sagt connected. Na dann. Obwohl es gar nicht drin ist, das Modell. So, nicht schlecht. Ja, seht ihr, da seht ihr dann noch die Soundmodule mit eingeblendet. Das ist dann bei den größeren Modellen. Das funktioniert dann da ebenfalls mit Sound. Finde ich ziemlich cool. Sehr praktisch. Ja, hier habt ihr das dann auch wieder mit Fahrtkontrolle. Also auch diese vier Untergruppen sind dort mit eingespeist. Ist sehr genial. Und dann gibt es das Ganze auch nochmal für die Offroad-Modelle, einmal für den Warrior und einmal für den Pioneer, beziehungsweise Trailblazer heißt er. Ja, einmal ein Jeep und dann halt einmal so ein Humvee. Die Modelle,
Den gibt es dann tatsächlich nochmal als kleines Brick-Modell. Und ich vermute mal, also ihr könnt da jederzeit irgendein anderes Fahrzeug draufbauen, das funktioniert auch. Ja, ihr habt auch nochmal die Einstellung, Version, Protokoll. Die App bekommt ihr einmal als, läuft noch als Beta, es läuft als Applikation nicht bei Google direkt, sondern die Applikation müsst ihr bei Kada runterladen. Der Link ist, ich glaube, als QR-Code auf der Anleitung mit dabei, beziehungsweise wenn ihr, es ist auch nochmal die Seite mit aufgeschrieben, das heißt, ihr geht damit drauf auf die Seite, ladet euch die App runter und dann habt ihr das für euer Android-Gerät. Bei iOS ist es tatsächlich so, iOS hat das Programm bereits im App Store, also im Apple Store gibt es das Ganze, da wo es die ganzen iOS-Apps gibt, da könnt ihr das dann runterladen. Meine Frau hat es da direkt runtergeladen, ich musste das, weil ich habe halt ein Smartphone der Generation Android. Funktioniert, ich glaube, ab Android 8, das muss ich jetzt nachschauen, ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, weil einmal halt mit normaler Fernsteuerung, einmal halt mit dem Smartphone, finde ich eine coole Lösung, macht auf jeden Fall Spaß. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.